Was für eine tolle Kulisse bei diesem Knallerspiel in der ersten Regionalliga Südost. Rund 1700 Zuschauer verwandelten die Ballsporthalle nicht nur in einen Hexenkessel, sondern sorgten auch für einen neuen Rekord in der Vereinsgeschichte. Und sie sollten, wie schon die letzten Jahre, wenn es gegen die Bayern ging, mit einem Wahnsinnsspiel belohnt werden. So viel sei vorweggenommen. Die Baskets diesmal klar in der Außenseiterrolle. War man in den vergangenen Jahren als Dritter und Zweiter ja ein ernsthafter Mitanwärter auf den Titel, hat man bisher 3 der ersten 8 Saisonspiele verloren, unter anderem zuletzt 93-98 in Treuchtlingen. Die Bayern dagegen kassierten nur zum Saisonauftakt eine knappe Pleite gegen Tabellenführer Leitershofen, gewannen ansonsten alle Spiele und wollen heuer endlich mal den Titel feiern. Das unterstrichen sie auch gleich von Beginn weg. Mit einem 7:0-Lauf starteten Richard Freudenberg und Co. standesgemäß. Freudenberg, der ja als bester Nachwuchsspieler Deutschlands gilt, steht stellvertretend für die überragende Nachwuchsarbeit bei den Bayern, die mittlerweile nicht nur im Fuß, sondern auch im Basketball einen klingenden Namen haben. Im ersten Viertel sahen die Gastgeber, die erneut mit Verletzungs- bzw. Krankheitsproblemen unter der Woche kämpfen mussten, kaum Land. Die Bayern-Bundesliga-Reserve entschied diesen Abschnitt mit 25:17 für sich. Doch im zweiten Viertel kämpften sich die Hausherren frenetisch angefeuert von den überragenden Fans zurück ins Match. Das ist der Wahnsinn in Vispyberg, das muss ich immer wiederholen. Also ich bin so dankbar, dass wir solche Fans haben. Bayern hat es reingeschrieben, wenn sie bei uns sind, dann ist das ein Tollhaus. Und dass wir wieder so eine fantastische Unterstützung gehabt haben, das ist das, was ausmacht einfach, dass die uns weiterhin anfeuern. Und man hat es hingehabt im ersten Viertel, Bayern hat alles getroffen, doch die Zuschauer machen weiter und die glauben an uns und dann müssen wir auch an uns glauben. Und das taten die Baskets eindrucksvoll. Urplötzlich klappte bei den Vilsbiburgern alles, bei den Bayern dagegen gar nichts mehr. Mit einem 14:0-Lauf machte man aus einem 23:30 Rückstand eine 37:30 Führung und gab diese bis zur Pause nicht mehr her. Im Gegenteil, zum Seitenwechsel führten die Baskets nach einem Traumviertel mit 11 Punkten Vorsprung. 49:38 der Zwischenstand und damit völliges Neuland für die erfolgsverwöhnten Gäste. Das Wichtige, was ich in der Halbzeit gesagt habe, wir waren in der Halbzeit 10 Punkte vorne und Bayern München war die ganze Saison noch niemals bei einem Rückstand zur Halbzeit. Und das müssen wir ausnutzen. Das ist der Knackpunkt, der Trainer ist unter Druck, die Spieler sind unter Druck, die wollen unbedingt gewinnen. Und wenn wir weiterhin unser Spiel durchziehen, dann haben wir eine gute Chance, dass wir gewinnen. Und letztendlich ist es auch so ausgegangen für uns. Denn die Hausherren ließen sich trotz 2-3 Wacklern in der Folge die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Zwar warfen die Bayern im dritten Viertel alles in die Waagschale, aber die Baskets hielten voll dagegen und hatten in dieser Phase vor allem in den erfahrenen Cracks wie Kapitän Michael Mayer oder dem nach einer längeren Verletzung wiedergenesenen Dino Erček ihre Anker. Sie trafen wichtige Würfe und so gingen die Baskets mit einem 66:58 in das Schlussviertel. Zweimal waren die Gäste dann eingangs dieses Abschnitts auf 3 Punkte dran, aber dann zogen die Baskets mit einem Zwischenspurt wieder auf 10 Zähler davon. Noch einmal kamen die Bayern durch einen 7:0-Lauf auf 78:81 heran, aber Erček mit 2 Freiwürfen und Spielmacher John Boyer, der trotz Magen-Darm-Problemen spielte, ebenfalls mit 2 Freiwürfen, zogen den Gästen dann endgültig den Zahn. Die letzten beiden Punkte machte Youngster Josi Lajaseder ebenfalls von der Freiwurflinie aus und damit verwandelte er die Ballsporthalle endgültig in ein Tollhaus. Das war heute eine großartige Teamleistung. Unsere gute Defensive in der ersten Hälfte ermöglichte uns immer wieder Turnovers und in der zweiten Hälfte haben wir einfach gut getroffen. Und dieser perfekte Teambasketball bescherte den Vilsbiburgern nicht nur den 4. Heimsieg in Folge gegen die Bayern, sondern lässt auch ein kleines Hintertürchen offen, dass man heuer vielleicht am Ende doch wieder vorne mitmischen kann. Aktuell stehen die Baskets auf Platz 4, punktgleich mit dem 3. Treuchtlingen.